Ich bin Sande Martins, Bundestagsabgeordnete der SPD-Fraktion und habe schon die zweite Patenschaft übernommen. Aktuell habe ich die Patenschaft für ein junges Ehepaar übernommen, für Savanas Ahmadi und Kamia Fakur, die kurz nach ihrer Eheschließung ins Evin-Gefängnis gehen mussten, weil sie, genauso wie viele andere, die mit Ahn sich engagiert haben, nachdem Jinawaza Amini ermordet wurde, weil sie ihren Kopftuch angeblich nicht richtig trug. Und ich denke, das ist für uns hier in Deutschland, im Deutschen Bundestag, das Mindeste, was wir tun können, ist, auf diese Schicksale aufmerksam zu machen, das Gesicht und die Stimme der Menschen, der politisch engagierten Menschen im Iran zu sein, die eben keine laute Stimme haben, die dafür, dass sie ihre Stimme auf die Straße tragen, eben ins Gefängnis gesperrt werden. Und deshalb sehe ich das als meine Aufgabe, übernehme die auch gerne und werde versuchen, alles, was in meiner Macht liegt, zu tun, um an diese Schicksale im Iran zu erinnern, um immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass auch wir als Deutschland immer weiter Druck ausüben müssen auf die Mullahs, auf das Regime im Iran. Wir dürfen nicht vergessen, dass dort immer noch Leute dafür, dass sie sich engagieren, dass sie Gewerkschafter sind, dass sie für ihre Rechte, für ihre Freiheit kämpfen, ins Gefängnis gehen müssen. Und dagegen müssen wir immer laut auftreten. Und ich tue das auf Bundestagsabgeordnete.